Hier ist der Markenrebell Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich freue mich sehr, euch heute in dieser Folge einen Mitschnitt zu präsentieren, denn ich wurde eingeladen, in den Startup Insider Podcast von Jan Thomas und seinem Team dort eine Interviewfolge aufzunehmen. Das hat mich so sehr gefreut, denn der Startup Insider Podcast ist einer meiner Lieblingspodcasts. Also ich höre den wirklich regelmäßig und die produzieren, glaube ich, 3 Folgen am Tag. Also viel Stuff, ja, was man sich da reinziehen kann. Aber es lohnt sich, also wirklich ein kompetentes Team und es macht echt Spaß, da reinzuhören. Und Teil dessen zu sein, ist natürlich was ganz Besonderes. Also war ich natürlich auch so ein bisschen aufgeregt. Und habe einmal mehr verstanden, wie sich wohl so meine Gäste fühlen, wenn ich sie in meinen Podcast einlade. Also das kommt heute in dieser Podcast-Folge. Doch bevor es losgeht, hier noch ein paar Hinweise für euch. Und ich glaube, die werden euch brennend interessieren. Zum einen haben wir die Markenrebell Telegram-Gruppe gegründet, in der wir exklusiven Content rausgeben. Das heißt Insights über unsere Projekte. Was passiert eigentlich in der Markenrebell Podcast-Manufaktur so hinter den Kulissen? Welche Projekte stehen an? Vielleicht habt ihr Lust, euch an den Projekten zu beteiligen oder uns einfach auch eure Projekte anzubieten. Vielleicht seid ihr ein Startup, wollt euch vorstellen oder als Unternehmen präsentieren. All das in der Telegram-Gruppe. Wir haben dort spannenden Content und worauf ich mich sehr freue, wir werden das analog Clubhouse so machen, dass wir so eine Voice-Chat-Aktion starten. Wahrscheinlich immer freitags. Wir werden mal sehen, wie das klappt und welche Uhrzeit eine gute Uhrzeit ist. Und unsere Podcast-Gäste aus der Vergangenheit und aus der Zukunft, das klingt jetzt interessant, einladen zu einem Live-Podcast. So, und ihr könnt damit dabei sein, ihr könnt per Wortmeldung euch dazuschalten und das Ganze wird, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte. Ich kann schon verraten, dass wir auch ausgesprochen spannende Gäste in Zukunft haben werden. Wir haben schon so eine kleine Roadmap, so einen kleinen Redaktionsplan gebaut. Wie ihr wisst, müssen wir das immer so ein bisschen einplanen. Es wird tolle neue Podcasts geben. Wir haben sehr viele Kontakte knüpfen können in den letzten Monaten, sehr viele Projekte vorbereiten können. Also da werden viele neue Podcasts auf den Markt kommen und wir sind sehr stolz darauf, dass wir hier mithelfen können, den Podcast so ja, auf die Füße zu stellen und das Ganze auf ein professionelles Level zu heben. Also das ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Und noch ein letzter Tipp für euch. Wir sind natürlich auch bei LinkedIn, so wie ihr wahrscheinlich auch, und haben dort den Markenrebell Newsletter aktiviert. Das heißt, ihr werdet regelmäßig, wenn ihr den Newsletter abonniert habt, über aktuelle Podcast-Folgen und vor allem die Shownotes informiert. Dort hat zum Beispiel Yannick Blättler, den wir letztens im Interview hatten, erklärt, dass es einen ganz besonderen Reiskocher gibt. Den werden wir dort veröffentlichen. Er hat ihn mir noch nicht genannt, aber ich habe nochmal nachgefragt. Sowas zum Beispiel. Oder Buchempfehlung. Immer wieder sehr spannend, was die Leute so alles lesen. Ja, also die Klassiker, die wir alle kennen, aber eben auch Bücher, die entweder selbst geschrieben oder die so die Hidden Champion im Buchregal sind. Also das ist auch eine ganz spannende Geschichte. All das bei LinkedIn. All die Links und Hinweise, die ich jetzt gerade genannt habe, die findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. So, und jetzt will ich euch nicht länger aufhalten. Wir schalten jetzt mal rein in den Startup Insider Podcast. Viel Spaß. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Sehr schön. Bei uns heute zu Gast Norman Müller, CEO von Genius Alliance und Podcast-Host von dem Markenrebell-Podcast, um den es heute gehen soll. Hallo Norman. Ja? Hallo Jan, danke für die Einladung. Freue mich sehr, dass wir sprechen, gefreut. Norman. Spannender Podcast, muss ich sagen. Und vor allem, jetzt wird es wahrscheinlich ein paar Hörerinnen und Hörer geben, die sagen, hoppla, Markenrebell, den gibt's doch gar nicht mehr. Und jetzt ist die Überraschung, doch, es gibt ihn wieder, ne? Yes, ja. Back on track. Ja. Erzähl doch mal, wie kamst du dazu? Ja, wir haben ja angefangen mit dem Markenrebell. Wir haben jetzt über 1000 Folgen produziert und wir kamen dann auf die Idee mit der Gründung der Genius Alliance. Kann ich vielleicht noch 3 Sätze zu sagen, als Business Accelerator zu sagen, warum nennen wir den Podcast nicht auch um? Macht ja Sinn. Ja, alles zahlt in eine Marke ein und so weiter. Aber ich mache das Ganze
Podcasting immer in sehr enger Abstimmung mit der Community und die haben sich tatsächlich den Markenrebell zurückgewünscht. Und ich habe mir gedacht, wir leben in so stürmischen Zeiten, wir brauchen irgendwie ganz viele Helden. Und da lag mir der Markenrebell natürlich schon die ganze Zeit irgendwie so in den Hintergedanken und deswegen haben wir ihn wieder rausgeholt und den Podcast wieder umbenannt. Vielleicht bevor wir jetzt über den Podcast sprechen, dann erzähl doch mal kurz was zu Genius Alliance. Das klingt ja jetzt sehr hochtrabend, ne? Also das heißt, ihr seid eine Allianz von Genies. Das klingt wahrscheinlich so nach sehr, sehr schlauen Leuten, sehr hochtrabende Gespräche wahrscheinlich auch dauernd, ne? Ja, also ich bin seit 20 Jahren Unternehmer, habe mir ein großes Netzwerk aufgebaut und bin aufgrund meiner beruflichen Historie mit großen Unternehmen, sagen wir mal, aufgewachsen und in diesem Zusammenhang arbeitest du einfach mit Leuten über viele Jahre zusammen und es bildet sich einfach ein Vertrauensverhältnis. Und was wir heute in Digitalprojekten brauchen und gerade in komplexeren Projekten brauchen, sind einfach Leute, denen du vertrauen kannst, wo du weißt, da bringen die Expertise mit. Und dieses Netzwerk, diese Geniuses, also diese Experten und Expertinnen in den verschiedenen Disziplinen, die haben wir quasi in einer Familie, Allianz zusammengebracht und das ist so die Idee dahinter. Ja, also belastbares Wissen oder Digitalkompetenzen zu vereinen, um Startups zu helfen, um Investorenkontakte herzustellen, um richtig coole Ideen auf die Straße zu bringen. Das heißt, darum geht's euch, also Ideen auf die Straße zu bringen, weil ich habe im Vorfeld mal geguckt bei Wikipedia, so die Definition von Genialität ist ja schon ganz spannend dann, ne? Da gibt's verschiedene Bereiche, ne? Künstlerisch, wissenschaftlich und philosophisch und so weiter. Und deswegen, also bei euch geht's darum, quasi Ideen zu formen und die auf den Weg zu bringen. Ideen, genau. Eine Idee ist ja erstmal nichts wert, es sei denn, du findest einen Weg der Umsetzung und uns geht's vor allen Dingen um die Menschen dahinter. Weil die Idee ja letztendlich beatmet wird von Menschen, die daran glauben, eine Leidenschaft entwickeln, sich ein Team aufbauen, am Ende ein Unternehmen haben, ja, und völlig neu denken, gerade in der heutigen Zeit, ja, wenn wir überlegen, das Internet, so wie wir es kennen, ist ja angezählt, ja, also da wird sich eine ganze Menge verändern. Wir brauchen heute neue Technologien, wenn wir unseren Wirtschaftsstandort Deutschland, Europa anschauen, und wir da führend mitspielen wollen. Und das ist genau unser Thema. Und deswegen interviewe ich auch so die Hidden Champions im Podcast. Das Thema Leidenschaft, warum ist das für dich wichtig? Man könnte jetzt auch sagen, gute Companies entstehen auch durch Menschen, die einfach ihr Business verstehen, oder? Ja, absolut. Ich war jetzt vor 2 Wochen im Urlaub in Griechenland und war dort in einem Restaurant. Und dieser Restaurantbesitzer, den ich sofort entdeckt habe, weil er einfach so wahnsinnig Wert auf Qualität gelegt hat, der sah so ein bisschen aus wie der Schauspieler von Transporter. Ich habe den Namen jetzt nicht auf dem Radar. Aber so ein knallharter Typ. Ja. Und der hat mich so begeistert, dass ich dann, als ich dann gezahlt habe, ihn gefragt habe, was so sein wichtigster Erfolgshack wäre. An was ist das eine Ding, an was du denken musst, wenn du ein Unternehmen erfolgreich führst oder in seinem Fall ein Restaurant. Und er meinte, Liebe. Und dieser Kontrast war so krass, ja, also so der knallharte Actionheld in meinem Lieblingsfilm, ja, und der steht vor mir und spricht von Liebe und das ist genau das, was uns antreibt, was uns coole Ideen haben lässt, aber was uns vor allen Dingen auch in die Umsetzung kommen lässt. Ja, und weil das ist ja oftmals das große Problem, um es mal noch weiter zu reduzieren, Startups brauchen immer Geld, ja, vor allen Dingen Technologie. Unternehmen, die da aufgebaut werden sollen. Und wenn das nicht mit Leidenschaft vorangetrieben wird, dann fehlt da eine ganz wichtiger Rohstoff in diesem ganzen Thema. Jason Statham habe ich gerade. Ja, danke. Ja, genau. Danke, also dieser dann tatsächlich knallharte Typ. Ja, ist spannend, was du sagst, ne? Weil ich hätte jetzt gesagt, es gibt verschiedenste Motivationen, irgendwie zu gründen. Und dann ist jetzt von mir aus Leidenschaft und Liebe. Das sind wohl wahrscheinlich irgendwie so der eine Teil. Aber wir haben hier auch sehr oft Leute zu Gast. Da merkst du einfach, es war einfach so die Marktlücke, die sie gefunden haben. Und das hätte aber auch jede andere Marktlücke sein können. Da sind sie halt hängen geblieben in der, ich sag mal, Logistikbranche oder sowas. Ja. Wir haben irgendwie ein E-Commerce Dropshipping-Element da gefunden und sagen, damit mache ich jetzt irgendwie meine Millionen. Das sind aber Ideen, höre ich jetzt gerade raus, die sucht ihr nicht so sehr. Ja? Nee. Also wir sind auf der Suche nach Startups, wo es jetzt nicht um Gewinnmaximierung geht. Ja? Wir bauen jetzt gerade an einem neuen Podcast, das Format wird heißen Facing the Future und mit spannenden Investoren und Unternehmern, aber so richtige, wie ich immer so gern sage, Hardliner, also die richtig große Dinge bewegen, auch international unterwegs sind. Da geht es um die Rekultivierung von Böden in Afrika und zum Beispiel solche Sachen. Und ich glaube, dass wir in der Startup-Szene völlig neues Denken und völlig neue Konzepte sehen werden, einfach weil
Gerade die jüngeren Generationen, wir sind ja noch sehr geprägt von den Babyboomern, ja, und die jüngeren Generationen, die werden dafür sorgen, dass Unternehmen einen Impact haben. Ein Impact in Form von Nachhaltigkeit, also soziale oder ökologische Nachhaltigkeiten, die in den Unternehmen verbaut werden, und die werden ganz andere Unternehmen bauen, so wie wir das heute gar nicht kennen. Ja, das ganze Thema Unicorn oder einfach mal hier den schnellen Umsatz oder die schnelle Million, so dieses schnell reich werden, das ist ein alter Hut. Also das ist noch, das gehört noch zu diesem alten Internet. Ja. Finde ich spannend. Ja, jetzt, man hat so das Gefühl, du bist sehr im Morgen schon verhaftet, ne? Weil du redest von anderen Unternehmen, die wir bauen werden, also andere Unternehmen, als wir sie heute kennen. Ja. Du hast auch schon gesagt, das Internet ist angezählt. Mhm. Was siehst du denn da für große Trends? Ja, dieses im Morgen unterwegs sein hat natürlich auch Nachteile, ne? Man ist oftmals auch einfach zu schnell und dann ist man auch zu schnell gelangweilt, weil keiner mitkommen will. Okay, das heißt, du bist schon im Morgen und der Raum ist recht einsam. Ja? Wir haben in der Vergangenheit Technologie entwickelt, die heute zum Tragen kommt, wo wir gedacht haben damals, okay, will das keiner? Ja, aber heute, 5, 10 Jahre später, ist das top aktuell. Also man kann auch zu weit laufen, da muss man sich selbst auch immer wieder schön erden. Ne, und immer dieses Ahead of the Curve, ne, dass man irgendwie vom Timing her einfach zu früh dran ist. Ja, genau. Mhm. Und wenn wir mal schauen, Web 3, Thema Blockchain, dezentrale Speicherung von Daten, schauen wir in den Gesundheitsmarkt, ja, was da teilweise auch an disruptiven Konzepten stattfindet, nämlich Gesundheitsprävention, total spannend. Ja. Also unsere Gesundheitswirtschaft basiert ja auf, um es mal überspitzt zu sagen, der Tatsache, dass du irgendetwas heilen musst. Ja. Aber es jetzt tolle Unternehmen gibt, die sich auf Prävention konzentrieren und sagen, okay, wieso erst krank werden? Du kannst ja auch gesund leben. Ja. Also, und da kommt Technologie ins Spiel und das finde ich spannend. Auch im Bereich der Pflege, super wichtiges Thema, war jetzt so eins meiner letzten Projekte. Und dann führen Sie vielleicht nochmal kurz durch. Also es ist ja ein Accelerator, den ihr da habt. Wie viele Projekte begleitet ihr da parallel? Das ist unterschiedlich, kommt auf die Größe an. Unser letztes Projekt, es war ein bisschen größer, 18 Monate, da war ich dann auch so CDO, CMO interimsweise, um das ganze Thema so ins Management zu bringen und dann an ein Team zu übergeben. Da ging es um eine oder die erste digitale Pflegeplattform, herzbegleiter.de, kann man sich mal angucken. Wichtiges Thema, wie ich finde, ja, Pflege, das ist ja genau das Thema, was uns jetzt in den nächsten Jahren beschäftigen wird, nicht nur vom Fachkräftemangel, sondern eben auch von der Tatsache, dass Pflegeempfänger auch einen ganz anderen Bedarf an Beratung haben, einen ganz anderen Bedarf an, hey, wie muss ich mein Haus umbauen? Und viele wissen das gar nicht, welche Förderung es da gibt und so weiter. Und das war zum Beispiel ein schönes Projekt, aber von solchen Projekten machst du halt nicht viele parallel, weil das sehr aufwendig in der Dokumentation ist, um eine Zertifizierung zu kriegen, weil ja dann die Kostenträger auch die Kosten übernehmen sollen, also die Krankenkassen. Und dass dieser Prozess, da haben allein 5 Leute jeden Tag viele Monate gearbeitet. Ah. Und wie hat man sich das Setup insgesamt vorzustellen? Du hast ja gerade gesagt, Startups brauchen Geld, also vor allem die Tech-Unternehmen. Sitzen dann auch quasi im Hintergrund Investoren, die solche Projekte dann fördern? Oder wie hat man sich das insgesamt vorzustellen? Ja. Also ich bin ja im Laufe meiner Zeit einfach und vor allem auch durch den Podcast, deswegen ist mir der so wichtig. Also der Podcast war für mich einfach ein Lerntool, ja, dieses immer wieder weiter lebenslanges Lernen und so weiter. Das ist genau das Thema, aber vor allen Dingen auch ein Netzwerktool. Also ich habe mir einfach auch die Leute eingeladen, die vielleicht gerade in ein Projekt gepasst haben oder potenzielle Investoren für Startups waren, die ich gerade begleitet habe. Ist das mega. Also einen Podcast machst du heute nicht mehr, weil du Reichweite haben willst, das ist dann eher so ein Abfallprodukt, ja, oder eine Personal Brand aufbauen möchtest, das ist dann auch natürlich einhergehend. Aber vor allem, und das ist das, was mich beim Podcasting interessiert, du setzt einen Podcast als Megafon ein, hocheffizient, um einfach die Leute in dein Unternehmen zu holen, die du brauchst. Das können Investoren, Multiplikatoren, Kooperationspartner oder Neukunden sein. Und auf diese Weise habe ich über die Jahre dann, wir haben 2015 gestartet mit dem Angrebellen, einfach auch viele Investoren, wo dann natürlich eine Beziehung entsteht durch einen Podcast. Ja. Also wenn man sich vorstellt, man ist ja am Anfang immer so ein bisschen aufgeregt, ja, beide Seiten. Und dann hast du am Ende die Glückshormone, hast eine coole Folge produziert und dann kommst du ins persönliche Gespräch. Ich duze die ja auch alle, ja, bis auf Pater Anselm Grün. den habe ich gesiezt. Da beschweren sich die Leute heute noch, wie der im Markenrebell-Podcast mit so einem Intro angekündigt wird. Das kann man sich mal anhören. Aha, okay. Ja, das ist sehr spannend. Ja. Genau, und
auf diese Weise hatte ich dann zum Beispiel auch Kontakt mit Simone Menne, heute Aufsichtsrat BMW, früher CFO Lufthansa, einzige Frau meines Wissens im C-Level in den DAX-Unternehmen. Ja. Und das wiederum hat mich dann motiviert, ein Projekt zu entwickeln, sitzen wir jetzt gerade dran, und zwar die Female Alliance. Wir haben es genannt Code of Success, also Frauen einzuladen und zu sagen, wie sieht denn das eigentlich aus, der Weg in die Führungsetagen. Dazu wird es einen Podcast geben und am Ende eine Plattform, auf der Gründerinnen vor allem auch Investoren finden, also männliche Investoren wie weibliche Investoren. Die Problematik ist, denke ich, im Markt bekannt. Ja, und das sind alles so Projekte, also das sind teilweise Auftragsarbeiten, wo wir dann gerufen werden, wenn es um hochkomplexe oder komplexere Digitalprojekte, also nicht um die Website oder sowas geht, sondern eher so um Plattform-Knowledgement-Lösung oder ERP-Lösung, solche Geschichten, wie man das gut integrieren kann in Unternehmen. Aber dann entwickeln wir eben auch aufgrund des Netzwerkes, durch Kontakte entstehen ja auch wieder neue Ideen, jetzt zum Beispiel die Female Alliance als Podcast oder wir haben jetzt das Mindshift Valley gebaut, meine Frau und ich. Da haben wir so ein kleines Tiny Dorf gebaut. In einem davon sitze ich jetzt, das ist jetzt das Podcast-Studio cool. geworden. Also du merkst, man kann das gar nicht, wenn man das so umfassend greifen möchte. Mhm. Es entstehen halt einfach tolle Projekte mit tollen Menschen. Das ist eigentlich das Spannende. Aber es ist ja ganz interessant, dann lass uns mal über den Podcast sprechen. Wenn du sagst, der Podcast ist quasi so begleitend zu den Projekten, die ihr macht, dann ist ja trotzdem nochmal die Frage, wie wählt ihr denn die Projekte aus und zu welchen Projekten sagt ihr ja, zu welchen nein? Es gibt Projekte, die kommen so zu uns. Ja, also das Herzbegleiterprojekt kam so zu uns über das Thema Branding. Also wie kann ich eine Marke bauen? Habe ich das richtige Logo? Also eigentlich ganz einfach. Ja. Und dann ging die Diskussion weiter. Das sollte mal ursprünglich ein Franchise-System werden und ob ich da Lust drauf hätte, und da habe ich gesagt, nee, hätte ich nicht, weil ein Franchise-System in der Pflege ist jetzt nicht so spannend. Aber wenn ihr Lust habt, die erste digitale Pflegeplattform zu bauen, dann ist das eine ganz andere Nummer. Ja, und dann hatte ich einfach ein tolles Unternehmerpaar, muss man wirklich sagen, die selbst bereit waren zu investieren, also sehr erfolgreiche Unternehmer. Die haben dann selbst Geld in die Hand genommen und genau, den Rest dann später über Investoren. Aber das sind so Projekte, wo wir dann sagen, nee, das machen wir nicht, aber wir könnten uns vorstellen, dass, also wir gehen dann noch diese eine Meile weiter und sagen dann, okay, darauf hätte man Lust. Also das sind so selbst entwickelte Projekte, die uns am besten gefallen, weil wir das dann auch im Markt sehen. Jetzt hattest du ja eingangs gesagt, ihr habt euren Podcast wieder umbenannt wegen der Community. Zeitgleich sagst du gerade aber eigentlich, dir geht's nicht um Reichweite, dir geht's eigentlich eher um das Netzwerk, was du selbst aufbaust und den Megafonvergleich hast du genannt. Was ist denn jetzt ein wichtiger? Also hast du Hörerinnen und Hörer im Kopf, wenn du oder vor Augen, wenn du den Podcast führst, oder machst du das eher für dich? Ja, ich habe natürlich so mein Zielgruppen-Avatar. Der ist auch Familienvater wie ich, habe 5 Kinder. Ja, also da muss ich mich gut mit digitalen Prozessen organisieren. Also das habe ich natürlich schon, aber mit Megafon meine ich eher, wenn du jetzt ein Startup nimmst, die haben halt keine 10.000, 15.000 Euro, um irgendwie so ein Facebook-Advertising-Kampagne über mehrere Monate zu machen. Ja. Aber einen Podcast können die machen. Und das ist das Megafon, was sie so im Vergleich zu ich mache gar nichts auf jeden Fall haben. Aber ich würde immer auf Qualität gehen. So wie ich es vorhin beschrieben habe, ich würde nie darauf aus sein, einen Podcast zu machen und zu sagen, oh, ich muss jetzt irgendwie 100.000 Downloads haben pro Monat oder sowas, sondern ich würde immer schauen, man erfreut sich natürlich an dem Graph, das weißt du selber, ja, also dass man sagt, ey, schön, da ist eine Entwicklung zu erkennen, das ist ja toll, ist ja klar, aber ich würde mir, sagen wir mal so 10 bis 1.000, ja, so vielleicht in dem, also ne, so in, über die Jahre hinweg 10 bis 1.000 Superfans suchen und mit denen arbeiten, mit denen eine Beziehung aufbauen und wirklich auch in die Beziehungen investieren. Das machen die wenigsten. Ja, da gibt's ein Podcast-Interview, danach hörst du dich nie wieder, siehst dich nicht wieder, aber das Potenzial, was zwischen zwei Menschen entstehen kann, das ist ja genau der Wert. Mhm. Ja. Und das zu entdecken, und da hilft ja auch so ein Podcast. Natürlich kannst du nach einem Interview auch sagen, okay, hat jetzt nicht so den Wert, ja, den oder es hat vielleicht auch sympathisch nicht gematcht, das gibt's ja auch, ne? So diese zwischenmenschliche Chemie nicht gestimmt hat. Aber wenn es stimmt, dann unbedingt diesen Menschen festhalten. Also es gibt
nicht so viele, mit denen man wirklich was Schönes aufbauen kann. Das muss man wirklich sagen. Ja, man sagt ja bei Reichweite auch oft, wenn du jetzt die eine richtige Person im Hörerkreis hast, ist es manchmal mehr wert, als wenn du irgendwie Tausende an Hörern hast, mit denen du nichts zu tun hast oder die vielleicht auch keine Multiplikatoren oder Influencer oder wie auch immer sind. Ne? Wenn Angela Merkel damals deinen Podcast gehört hat oder jetzt Olaf Scholz, ist wahrscheinlich was anderes, als wenn das irgendwelche anonymen, x-beliebigen Menschen sind. Ne? Also von daher, ich glaube, Reichweite ist dann da nicht alles. Ne? Trotzdem mal vielleicht, kannst du uns ja mal durchführen, wie kommt es denn dann von diesen Gesprächen, die du führst, weil es klingt ja jetzt gerade, als wärst du so ein Tausendsasser, ne, mit sehr, sehr vielen Projekten. Wie kommt es denn dann ganz konkret zum Projekt? Ist das dann immer aus dem Podcast heraus geboren oder ist es trotzdem, oder ist es doch eher begleitend zu den Projekten, dass du dann die Leute in den Podcast reinholst? Also einmal werden wir natürlich kontaktiert über den Podcast, weil es den einfach auch schon so lange gibt. Also da brauchen wir jetzt auch keine Werbung mehr machen und ich bin ehrlich gesagt auch ein fauler Hund, wenn es darum geht, Social Media zu machen. Wir machen es halt, weil man es halt macht, ja, aber nicht, weil das irgendwie cool ist oder weil man es gerne macht. Also der Podcast sorgt dafür, dass die Leute anrufen und sagen, hey, wir haben da ein Projekt, könnt ihr uns helfen mit Kontakten oder vielleicht sogar im Aufbau eines Teams, weil das Besondere an diesem Accelerator ist und ich glaube sogar, es ist der einzige, zumindest in Deutschland, der komplett remote aufgebaut ist. Also wir haben keine Festangestellten und das gesamte Team ist über ein Tool wie Asana organisiert. Das heißt, da wird dann ein Projekt aufgesetzt, das wird überlegt, wen brauchen wir am Anfang, wen brauchen wir vielleicht ein bisschen später und dann arbeiten die Leute über dieses Tool an dem jeweiligen Projekt. Und das ist natürlich von der Skalierbarkeit, ja, also bei Herzbegleiter hatten wir teilweise 25 Entwickler, das war ein deutsch-vietnamesisches Team, die du da koordinieren musst und irgendwelche Anwälte und Steuerberater und so weiter, bist ja gleich im Sozialgesetz unterwegs. Also so arbeiten wir, ja. Oder bei kleineren Projekten können wir eben auch ganz klein unterwegs sein und das macht uns schlank, agil. Und dadurch können wir so viele Sachen parallel machen oder auch in verschiedenen Unternehmungen unterwegs sein, wie jetzt hier so ein Tiny-Dorf bauen oder eine Online-Plattform. Ja. Ja. Nee, sehr spannend. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt 2015 gestartet, das ist ja schon wirklich eine Ewigkeit. Ne? Und ich habe mal versucht, so irgendwie zu verstehen, was eigentlich so die Muster sind bei euch, weil also die Folgen sind extrem unterschiedlich lang. Ne? Und sie kommen aber auch nicht immer, also ich glaube, es war immer mal so eine Phase, da war es täglich, dann aber irgendwie mit verschiedenen, mit mehreren Tagen Abstand. Kannst du uns da mal kurz durchführen? Was ist so das generelle Setup dabei? Also auf jeden Fall würde ich dich gerne mal bei mir im Podcast haben, weil ich würde gerne verstehen, wie man teilweise sogar 3 Interviews am Tag macht. Also dieser okay. Prozess würde mich interessieren. Ach, das ist auch eine Neugierde und lebenslanges Lernen, ja. Also täglich auf Sendung, das ist dann so eine kleine Challenge, um mich wieder zu akklimatisieren und zu sagen, okay, das machen wir nicht wieder. Bin auch froh, wenn die Zeit rum ist. Wir verstehen uns ja als Podcast-Manufaktur. Das ist jetzt quasi so die neue Marke. Deswegen haben wir auch den Podcast wieder umbenannt, um Unternehmen zu helfen, einen eigenen Podcast zu starten. Manufaktur heißt, das soll auch genauso werkstattmäßig hier daherkommen. Ja, also wir probieren viel aus, viele unterschiedliche Hoster, viele unterschiedliche Formate. Du wirst bei uns Solo-Folgen haben, wo ich unterwegs bin, oder Interviews, die wir irgendwo aufgezeichnet haben oder dort bringen und so weiter und so fort. Also wir versuchen dann eben auch verschiedene Learnings einfach auch dann an die Community weiterzugeben, wie man vor allen Dingen den Medienbruch besser in den Griff kriegt. Also wenn du beim Rasenmähen einen Podcast hörst und hörst irgendwie einen coolen Link, sollst du in die Shownotes gehen, dann kommst du wieder auf eine andere Seite. Das ist ja so ein bisschen der berühmte Haken am Podcasting. Ja. Und da einfach zu untersuchen, was gibt's an neuen Tools, Aufnahmetechniken, Live-Podcasts zu machen und so weiter. Also das ist so Manufaktur gleich Werkstatt. Wir probieren das für unsere Kunden aus, um das dann eben auch an Unternehmen weiterzugeben, weil ich einfach auch Podcast nicht nur als externes Kommunikationstool interessant finde, sondern gerade für größere Unternehmen. Ja, also wenn man mal jetzt von den Startups ein bisschen weggeht, auch super spannend finde, um zum Beispiel Fusionen zu begleiten. Also wir haben Podcasts gemacht, die waren nur intern hörbar und da haben 2 Banken fusioniert und wir haben den Mitarbeitern die Angst genommen, dass sie durch die Fusion ihren Arbeitsplatz verlieren. Ja, und ist haben das ein gutes Format, also ein guter Kanal dafür, ja? Mega. Ja? Ja, absolut. Aha. Also wir konnten ja messen, wie viele Leute haben es gehört und wir waren bei 98%. Also da gab es sehr vereinzelte Mitarbeiter, die gesagt haben, oh, ist doch nichts für mich. Aber im Grunde waren die alle neugierig, was hat der Geschäftsführer, der Vorstand, der Abteilungsleiter,
zu sagen, welche Projekte starten hier gerade, was bedeutet das eigentlich für unsere Zukunft. Ja, also das sind Arbeitnehmer sehr interessiert. Das ist meine Erkenntnis. Oder, was wir auch gemacht haben, großes Vertriebsteam, über 200 Leute im Außendienst, alle sitzen im Auto. Ja. Und wir haben Schulungen gemacht über einen internen Podcast. Also das dann Verkaufstrainer, Verkaufspsychologie und NLP-Themen und so weiter zum Besten gegeben, wurde super angenommen. Also auch als Lernmedium den Podcast zu verstehen. Und das sind so Konzepte, die noch nicht so publik sind, glaube ich, aber vielleicht auch nur nicht in meiner Bubble. Ja. Nee, also ich kann dem auch viel abgewinnen. Das ist natürlich, ein Podcast ist leichter zu produzieren als ein Video, dementsprechend wahrscheinlich auch günstiger, ne? Und du kannst es halt eben deutlich besser nebenbei hören. Also ich kann dem schon folgen, was du gerade sagst, ja. Ist natürlich gerade in der heutigen Phase, du hast ja so relativ viele turbulente Zeiten gerade und auch Startups, die, was weiß ich, diese ganzen Entlassungen irgendwie kommunizieren müssten und so weiter. Vielleicht sind das sogar Kanäle, die man dafür nutzen könnte eigentlich, ne? Ja, HR-Bereich, ja. Super wichtig. Ja. Und Podcast ist für mich zumindest ein sehr intimes Medium. Ja, also wenn man uns beiden jetzt zuhört, dann verwendet man in der Regel Kopfhörer. Und ist in einem Zeitfenster, was ich bewusst auswähle. Ja, ich gehe jetzt joggen und höre jetzt dem Jan und dem Norm zu. Und und das ist was völlig anderes wie ein Text oder wie ein Video. Und auch die Geschwindigkeit, wie man Content herstellen und veröffentlichen kann. Also dieser Prozess, der ist ja weitestgehend bei uns zumindest vollautomatisiert. Ja, da müssen wir ja nicht mehr händisch noch irgendwie eine E-Mail schicken oder noch anrufen oder sonst irgendwas, sondern das funktioniert ja alles automatisiert. Also für Unternehmen, die das Thema Audio Branding noch nicht in ihrem Kommunikationsmix oder in ihrem Markenführungswerkzeugkasten haben, ist das absolut zu ergänzen. Und gerade bei Startups, weil das einfach von den Kosten her perfekt ist. Spannend. Ja. Wenn man jetzt mal deinen Podcast ein bisschen besser kennenlernen möchte, ne? Ihr habt jetzt auch, glaube ich, im April war das, da habt ihr die 1000. Folge, glaube ich, gehabt, ne? Genau, ich hätte es fast verschlafen. Ja. Ja, also ich meine, das ist ja wirklich ein krasser Meilenstein. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte nicht 1000 Folgen hören, sondern ich möchte vielleicht so die, was ich zum Reinkommen, also die wichtigsten 2, 3 hören oder vielleicht deine Empfehlung, womit fängt man an? Eine kurze Unterbrechung mit einem Hinweis für dich in eigener Sache. Wie du sicher weißt, lieben wir Podcasts. Immerhin sind wir seit 2015 mit diesem Podcast hier am Start, haben über 1000 Folgen produziert, erreichen jeden Monat bis zu 70.000 Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte und durften bereits vielen anderen Unternehmen im Podcasting helfen. Für uns ist ein Podcast das perfekte Kommunikationstool im Digital Leadership, um exakt die gewünschte Zielgruppe zu erreichen, Fachkräfte zu finden, eine Personal Brand zu etablieren oder auch ein belastbares Netzwerk aufzubauen. Ein eigener Podcast ist das effizienteste Digital-Marketing. Kaum Kosten und wenig Zeitinvest. Und du erreichst Top-Ergebnisse in Marketing, Vertrieb und HR. Von der Beratung über die Konzeption, Produktion bis hin zur Vermarktung helfen wir dir da, wo du selbst nicht weiterkommst, oder wir übernehmen deine Podcast-Produktion im Full-Service. Wir wissen über Podcasting alles, was man wissen muss, um einen Podcast erfolgreich zu machen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann besuch uns gern auf unserer neuen Website unter www.genius-alliance.fm oder du findest den Link natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes. Und nun geht's weiter hier. Was ich immer ganz cool finde, sind so die Anfänge, ja, die man ja selber ganz lustig findet. Und meine erste Interviewpartnerin, für die ich bis heute eine große Dankbarkeit verspüre, weil ich unfassbar aufgeregt war. Ja, okay. Bin ja kein studierter Journalist oder Podcaster oder so, sondern deswegen sage ich auch, dass wir bei uns so ein Talk-Format haben, ist die Folge mit Anne Schüller. Kann man sich unbedingt mal anhören. Also sie hatte die Güte, das muss man ja wirklich sagen. Also wenn du beim Podcasten anfängst und du willst tolle Gäste haben, dann musst du halt dem Gast, den du einlädst, irgendwie sagen, guck mal, wen ich schon hatte. Aber wenn du bei Null anfängst, da ist halt niemand. Ja. Und sie hatte die Güte, hat sie die Zeit genommen, bei mir im Podcast vorbeizuschauen, und wir haben über das Thema Digitalisierung gesprochen und Touchpoints mit der Marke im Markt. Also das war eine ganz tolle Folge. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, weil es mir einfach so ein großes Anliegen ist. Ich bin Papa von 3 Töchtern. Ja, also ich möchte, dass in dieser möglichen zukünftigen gleichberechtigten Welt meine Töchter genauso Karrierechancen haben wie Jungs oder Männer.
dann unbedingt das Interview mit Simone Menne anhören. Also das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Und wir haben mehrere Frauen interviewt, die in Führungsetagen mal berichten, so behind the scenes, wie läuft denn das eigentlich ab? Wie komme ich denn eigentlich hin? Wie einfach, Anführungsstrichen, ist das für mich als Frau gewesen, mich da zu behaupten, ja, in Unternehmen wie SAP und Co. Also ganz spannendes Thema. Und Pater Anselm Grün unbedingt. Okay. Ist einer der wenigen, die ich gesiezt habe. Ja. Ja. Also es war für mich ein sehr ehrfürchtiges Interview. Aber darf ich fragen, über was hast du mit ihm gesprochen? Ja. Na, er hat ja mit einem Partner zusammen eine Unternehmensberatung. Und da geht es ja um unter anderem auch eben diese Achtsamkeit mit sich selbst, mit seinem Mitarbeiter, mit dem Umfeld, mit den Kunden und so weiter. Da ging es um Glaubenssätze wie, ich habe keine Zeit. Ne? Und dann erklärt er uns halt, dass jeder von uns 24 Stunden hat und dass das in unserer Entscheidung liegt, was wir mit diesem Zeitkontingent jeden Tag anstellen. Also was ich bei ihm so mag, ist auf der einen Seite die spirituelle und eigentlich die spirituelle Leadership ist diese Kombination. Das finde ich extrem wichtig, weil wir alle kennen so die ganzen Erfolgsmechanismen. Vielleicht erinnern wir uns nicht immer dran. Aber an was wir uns immer wieder erinnern müssen, ist so diese Innenschau, dass wir für den Erfolg, den wir haben oder auch Misserfolg oder Nichterfolg, den wir gerade erleben, dass das alles mit uns selbst zu tun hat. Da können wir die Welt verantwortlich machen und uns in die Opferrolle begeben, aber am Ende des Tages ist es halt, haben wir halt nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das fand ich ein sehr schönes Interview. Jetzt, wenn man so durchgeht bei dir, bei den ganzen Folgen, also es geht natürlich sehr, sehr viel um Unternehmertum, ne? Und das ist auch mega spannend. Ja. Was ich interessant finde bei dir, die Titel sind sehr, sehr sprechend, ne? Du erklärst also quasi mit dem Titel schon, worum es in der Folge geht. Das ist also ein bisschen anders zum Beispiel als bei uns. Und merkst du dann, dass die Themen auch sehr unterschiedlich ankommen? Also merkst du, dass irgendwie, so ein Thema wie Bühnenpräsenz anders ankommt, als ich drehe am Fahrrad? Also schöne Frage. Es ist vor allen Dingen auffällig, dass es so eine Vor-Corona-Zeit gab, eine Corona-Zeit und jetzt eine, wir haben Corona, wissen nicht, was im Herbst kommt und Ukraine-Kriegzeit. Ja. Zunehmend kann man eigentlich sagen, dass die Veränderung dahingehend, dass die Leute sich immer mehr mit sich selbst als Persönlichkeit beschäftigen, also was ist mit meiner Karriere, wo führt das eigentlich noch hin, arbeite ich in einem Unternehmen, was zukunftsfähig ist? Ja, viele setzen sich auch mit Verzicht auseinander. Ja, was bedeuten eigentlich jetzt die hohen Preise, inflationäre Entwicklung und so weiter für mein privates Leben, aber auch für mein Business? Vieles, und das finde ich eigentlich ganz gut, weil meine Kritik war ja immer, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Digitale Brandstiftung 2018, weil ich einfach keine Lust mehr hatte zu erklären, dass das Thema Digitalisierung nicht mehr weggeht. Ja, also wie so ein Schnupfen oder so. Dass wir begreifen müssen, dass wir das wichtigste Asset selbst sind. Ja, egal, welches Unternehmen wir aufbauen, welche tolle Idee wir haben. Wenn ich mir die Investorengespräche anschaue, die wir mit unseren Startups haben, dann geht es in erster Linie immer, wer sind die Leute dahinter? Wir müssen uns treffen, wir müssen die Leute kennenlernen. Idee ist super, aber so. Also man sagt ja auch so, gibt ja diesen schönen Satz, man kann auch eine zweitklassige Idee mit einem Top-Team zum Erfolg führen. Ja, also und dieses Personal Branding ist deshalb für mich, eben weil ich auch aus der Marke komme, ein wichtiger Hebel, um Corporate Brands zu hebeln. Ja, also heute eine Corporate Brand aufzubauen, dauert ja viel, viel länger, braucht viel, viel mehr Geld, als wenn ich das mit Markenbotschaftern mache. Ja, wenn ich meinem Unternehmen schaffe, so eine coole Company zu haben, dass die sich anfangen, mein Logo zu tätowieren und viral gehen in den Socials, dann habe ich es ja geschafft. Ja, und das muss die Unternehmenskultur heute leisten. Ja, gerade auch, wenn ich im Unternehmen Mitarbeiter haben möchte, Fachkräfte brauche. Hm. Das muss ich verstehen. Ja, du hast ja euer Valley heißt, glaube ich, Mindshift Valley, ne? Hast du von erzählt. Ja, Mindshift Valley, genau. Genau, ne? Dieser Mindshift, ich glaube tatsächlich, ist es so ein bisschen, wir sprechen ja die ganze Zeit vom Fachkräftemangel, ne? Aber ich habe so das Gefühl, dass du zumindest in vielen Bereichen, dass die Menschen, die solche Podcasts hören wie deinen oder vielleicht auch unseren oder sowas, ne, aber dass also Leute sich quasi viel, viel rasanter und auch gezielter fortentwickeln und fortbilden als früher und dass deswegen also viele Jobs, die vielleicht früher noch attraktiv erschienen, heute gar nicht mehr angenommen werden. Ne? Dass also quasi, dass da die Entwicklung auf der Angebotsseite teilweise gar nicht mitkommt.
Ja, die Unternehmen müssen heute maximal performen, wenn die gute Leute haben wollen. Mhm. Ja, also sie müssen verstehen, wo kriege ich die Leute her? Mhm. Was muss ich denen anbieten? Ja, und wie muss ich mich, und da spreche ich immer von so einer digitalen Haptik. Ja, also wenn du eine Visitenkarte bekommst, hast du irgendwas in der Hand. Und wenn die toll gemacht ist, dann hast du einen schönen Relief oder Foliendruck oder sonst was. Ja, also ich bin noch so ein, komme noch aus dieser Zeit, wo das alles wichtig war. und genauso brauchst du das online auch. Ja, wenn du eine App entwickelst, die cool ist, dann brauchst du ein User Interface Design, was so sexy ist und was so einen Gamification Faktor hat. Ich habe letztens ein Unternehmen kennengelernt, mega geile Idee, geiles Team, scheiß Design. Mhm. Das Design war von 1995. Ich hatte überhaupt keine Lust, das auf meinem Handy zu installieren. Mhm. Kennst du das? Ja, eine total. App, die du runterschmeißt, weil du sie einfach hässlich findest. Mhm. Aber ich habe auch schon allein in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, ein geiles Design entwickelt für etwas und da war das Produkt scheiße. Das ist noch voranderer. Ne? Also ja, von daher, ja. Das ist echt, das muss, glaube ich, Hand in Hand gehen. Ne? Aber du vielleicht nochmal ganz kurz, weil du eben im Zusammenhang mit deinem Buch hast du Digitalisierung und Schnupfen verglichen. Das ist ja auch ganz interessant. Mhm. Ist denn Digitalisierung aus deiner Sicht etwas Schlechtes? Ist das etwas, was weggehen können wie ein Schnupfen? Oder woher kommt dieser Vergleich? Ich war ja missionarisch unterwegs. Also ich habe ja 2007 die erste Agentur in Deutschland gegründet für digitale Markenführung, weil ich einfach gesehen habe, dass die Agenturlandschaft, Werbeagenturen, Designagenturen Marken immer noch analog geführt haben, aufgebaut haben, weiterentwickelt haben. Aber das Digitale überhaupt keine Relevanz hatte. Mhm. Und deswegen musste ich damals bei meinem Lieblingsarbeitgeber und einzigen damals kündigen, um einfach das selber zu machen. Und ab 2007 war ich ja dann durchgehend, davor schon, aber da war ich ja dann durchgehend und intensiv missionierend unterwegs und habe den Leuten erklärt, warum es wichtig ist, eine Digitalstrategie zu haben. Es gibt ja heute noch in Branchen, nehmen wir Pharma, ja, immer noch Unternehmen, die keine Digitalstrategie haben, die keinen Digitalverantwortlichen haben, keinen CDO. Ja? Gibt es heute alles noch. So, und damit ich das nicht immer erklären musste, das war ja dann nicht, ich präsentiere mein Unternehmen, sondern ich halte euch jetzt einen Vortrag, dass das, was ich jetzt erzähle, Auswirkungen auf euer Unternehmen, auf euer Geschäftsmodell, auf die Zukunft hat, habe ich gesagt, okay, dann muss ich digitale Brandstiftung, also Branding, ja, habe ich Marke und Digitalisierung in den Kontext gesetzt, weil ich einfach sehe, dass das Thema Marke eines der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist. Weil ich vergleiche das immer mit einem Date, wenn du eine Frau triffst oder einen Mann triffst, der dir gefällt oder die dir gefällt, dann ist Marke das Erste, was bei dir in diesem Bruchteil von Sekunden was auslöst. Weil sonst gehst du an diesen Menschen einfach vorbei oder sprichst diesen Menschen gar nicht an. Und so muss man sich das vorstellen. Dementsprechend Aufmerksamkeit brauche ich. Ja, also auch die Investoren. Das hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren dramatisch geändert. Heute will ein Investor kein Pitch-Deck mehr, was zum Beispiel damals so aussieht wie das von Airbnb. Mhm. Ja, also die erwarten da schon eine Top-Qualität, sonst kommst du gar nicht in die Vorgesprächsrunde mit dem Vorzimmer. Ja, also ohne direkten direkten Kontakt. Ja. Jetzt will ich trotzdem mal nachhaken, auch wenn es jetzt, wenn ich Gefahr laufe, es wird jetzt schwierig. Aber weil du halt so tief drin steckst im Thema, ich finde das immer sehr interessant. Digitalisierung, was hat sie denn, was ist denn aus deiner Sicht bis heute die größte Errungenschaft der Digitalisierung? Das kann man jetzt aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ne? Also, ich finde, dass, also wenn wir es mal aus Unternehmensperspektive sehen, ja, dann habe ich heute ganz andere Möglichkeiten, neue, zusätzliche, skalierbare Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja. Ich habe ganz andere Möglichkeiten, an Fachkräfte zu kommen. Also wenn ich Fachkräftemangel höre, will ich immer erst wissen, wie sieht eure Digitalstrategie zu diesem Thema aus? Und wenn ich merke, da gibt's keine, dann gibt's auch den Fachkräftemangel nicht, weil dann hat man es nicht probiert beispielsweise. Oder denkt man an Automatisierung, ja, Abläufe, Möglichkeiten jetzt hier diese Podcast-Produktion. Wenn es das alles nicht gäbe, dann würde es wahrscheinlich bei dir auch nur eine Folge pro Woche geben, weil du es einfach nicht mehr handeln kannst. Also weil wir diese Abläufe einfach brauchen. Aber auch, wenn wir mal anschauen, was das ganze Thema Web 3 jetzt verändern wird. Ja, nehmen wir das Geldsystem. Ja, nehmen wir allein die Kunst- und Kulturszene, die in der Lage ist, mit NFTs Geld zu verdienen. Das war ja eine brotlose Kunst. Ja, ich erinnere mich noch an ein Projekt damals mit der Pinakothek der Moderne. Da haben wir mit den Museumsdirektoren zusammengesessen, weil die neue Pinakothek gebaut werden sollte und keine Gelder da waren. Ja, da mussten wir dann Projekte entwickeln, haben dann mit Lamborghini eine Ausstellung gemacht und so weiter und so fort. Also
Aber Web 3 kommt ja erst noch, ne? Da ist jetzt noch viel Hoffnung drin, dass sich das so entwickelt, wie wir das vielleicht vor Augen haben, ne? Ja, wenn du das so sagst, dann hoffe ich, dass viele Unternehmen sagen, es ist ja eigentlich schon da. Also technologisch sind wir ja dazu schon in der Lage. Und es gibt ja auch tolle Teams, die tolle Projekte dahingehend entwickeln. Und ich hoffe, dass wir diesen Zug nicht wieder abfahren sehen. Also wir sehen ja, wer die größten Unternehmen dieser Welt sind. Und das ist eben, das können wir nicht mehr aufholen. Aber wir können im Bereich künstliche Intelligenz, im Bereich Blockchain, Robotik, da können wir führend sein in Deutschland. Und wir haben schlaue Ingenieure und Dichter und Denker in diesem Land. Und wir müssen denen auch auf politischem Parkett einfach Wege ebnen, dass die arbeiten können, dass die umsetzen können. Wir brauchen Investoren, die einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Auch da wünsche ich mir einfach viel mehr Entwicklung und auch viel mehr Vertrauen in die Teams, ja, die teilweise richtig coole Sachen machen. Aber ich glaube, das Vertrauen wird wachsen, wenn so ein anderes Spirit einsetzt. Ja? Also wenn ich merke, dass ein Startup sagt, ich plane einen Exit in 3 Jahren, ja, dann ist natürlich auch die Energie nur für diese 3 Jahre reserviert. Mhm. Ja? Und kein Mensch weiß, was danach passiert. Mhm. Wenn ich aber ein Startup habe, das sagt, hey, ich will die Welt aus den Angeln heben und hier einen sozialen Beitrag oder einen ökologischen Beitrag leisten, dann sind das schon ganz andere Geschichten. Und dann macht es auch Spaß, dafür Geschäftsmodelle zu entwickeln, die skalierbar sind, ohne die ganze Zeit mit den Stakeholdern zu diskutieren und sagen, okay, wann können wir die Gewinne abschöpfen? Hm. Ja. Passt also, dann aber weniger zum Modell Venture Capital, ne? Da hast du ja in der Regel so einen gewissen Zeithorizont nur von, ich weiß nicht, 7 bis 10 Jahren oder sowas, ne? Was man ja dann auch verlängern kann, ja? Dass man einfach sagt, ich glaube, wir brauchen, oder anders angefangen, wenn wir uns anschauen, wie satt wir in Deutschland sind, dann führt das einfach auf unseren Reichtum, auf unseren Wohlstand zurück. Und wir lernen jetzt, dadurch, dass wir jetzt weniger heizen dürfen im Winter, wenn wir dann mit Gas unterwegs sind oder dass die Stromkosten steigen und so weiter, dass wir wieder kreativ sein müssen. Mhm. Und diese Kreativität, die wünsche ich mir auch im Unternehmertum. Also dass neue Geschäftsmodelle entstehen, nicht aufgrund von Unmengen Geld, die man in ein Unternehmen reinkippt, sondern einfach clevere Konzepte, die smarte Unternehmer und Unternehmerinnen gleichermaßen auf die Straße bringen. Also das Nee, bin ich bei dir. Nur das Beispiel Web 3 gerade, nur weil ich gesagt habe, es ist noch nicht da, ne? Das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Auch weil du gesagt hast, Künstler leben davon. Und weißt du, ich würde sagen, das ist vielleicht so ein Bruchteil, ne? Vielleicht so ein Prozent, ein einstelliger Prozentbereich der Künstler, die momentan davon leben. Ne? Das meine ich mit, da ist absolut noch sehr viel Zukunftsfantasie. Mhm. Und diese anderen Beispiele, die du genannt hast, wir könnten das wahrscheinlich in einer separaten Folge nochmal vertiefen, aber ich finde tatsächlich, dass, wie gesagt, auch mag eine sehr beschränkte Meinung sein, aber ich glaube, die Digitalisierung, da bin ich total bei dir, was du gerade gesagt hast. Zeitgleich Automation und Robotik und so, das sind ja alles nur Effekte, um effizienter zu sein. Ne? Das sind ja einfach nur mehr in kürzerer Zeit. Und der Schritt danach, der fehlt mir eigentlich. Weißt du, das Bild danach, dass man irgendwie sagt, naja, dann ist vielleicht das Leben danach ein entspannteres. Oder, ja, schöner Gedanke. Ja, ne, genau. Oder dass natürlich du dann sagst, Digitalisierung bringt uns eigentlich Transparenz, aber dann würde ich wieder fragen, weißt du, du siehst dann die Trumps dieser Welt oder die, wen auch immer, ne? Also, und siehst dann, dass wir mit Transparenz auch noch nicht umgehen können. Deswegen habe ich gefragt, was du meinst, was man mit Digitalisierung erreicht hat. Denn mir fehlt der Schritt danach eigentlich noch, ja? Ja. Also, wenn ich mal für mich persönlich auf diese Frage nochmal antworten darf, Digitalisierung hat erreicht, dass ich meine Kinder aufwachsen sehen kann. Mhm. Ja, so ganz banal. Total, für jeden Einzelnen. Ja. Weil ich kenne das auch, im Büro zu sein und in der Designagentur, das ist alles so cool und sexy gemacht. Ja. Da gibt es einen Kicker, da gibt es Kaffee, da willst du gar nicht mehr nach Hause gehen. Jetzt stell dir mal vor, du bist Familienvater oder Mutter, dann hockst du 12 Stunden in der Agentur, du hast von deinen Kindern nichts. Ja. Und das ist für mich persönlich die größte Errungenschaft, dass ich jetzt hier in diesem Tiny sitze und nach unserem Gespräch zu meinen Kindern gehen kann, ja, und mit denen Fußball spiele oder was auch immer. Total. Also das Leben wird sich maximal verändern. Ist auch ein großes Thema. Bildung, da können wir eine ganze Podcast-Staffel dazu machen. Weil mir das regelmäßig auch bei den Elternabenden, ja, bei 5 Kindern bist du ja dann auch immer und wieder unterwegs und machst so kleine Keynotes. Aber da ist noch so viel Entwicklungsbedarf, den wir haben in diesem Land. Ja, nee, bin ich total bei dir. Ne? Man muss immer natürlich auch gucken, eigene Bubble und so weiter. Also ich kann die Argumente, die du gerade nennst, total nachvollziehen. Aber das gilt auch wieder nur für einen Bruchteil der Bevölkerung natürlich. Man merkt aber auch zeitgleich, dass bei dir das Thema Wirtschaftsstandort Deutschland oder Europa, hast du, glaube ich, vorhin auch gesagt, irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen mitschwingt. Ja. Ne? Das höre ich schon richtig raus, oder?
Ja, unbedingt. Also ich habe so bei LinkedIn mal so eine Grafik gesehen und die kriege ich einfach nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ja, du hast die Weltkarte gesehen, so ein ganz kleines Bild war das nur. Auf der linken Seite so die Facebook, Amazon, Apple und so weiter und auf der rechten Seite so Tencent, Samsung und so Alibaba und dann guckst du in der Mitte und da ist so ein kleines Logo gewesen, da stand SAP drauf. SAP ist 50 Jahre geworden. Aber das steht da nicht mehr drauf, die sind rausgefallen aus den Top 100 Unternehmen. Ja, aber jetzt einfach nur mal, was ist denn jetzt das, was wir so in den letzten Jahren eigentlich gemacht haben? Genau. Ja? Und wenn ich dann hier durchs Land fahre, wir wohnen sehr ländlich, ja, und ich muss die Verbindung beim Telefonieren 5-mal wieder herstellen, weil du kein flächendeckendes Internet hast, da muss ich halt einfach sagen, Leute, wir müssen die Füße in die Hand nehmen und die jungen Leute mitnehmen, ja, also diese Politik, teilweise auch dieses Wirtschaftssystem ist einfach ausgerichtet auf noch eine alte Zielgruppe, ja, die Babyboomer, die einfach viele sind und die natürlich Relevanz haben in Wahlprogrammen der Parteien, ja. Aber die jungen Leuten, die jetzt auch gründen wollen, die jetzt geile Ideen haben, ja, und die den Impact suchen, an dem sie beteiligt sind, ja, oder den sie auslösen können. Die müssen wir hören, die müssen wir in unseren Unternehmen suchen. Ja. Sag mal auf einer Skala von 1 bis 10 Web3-Verständnis bei Parteien? 0,5. Ja, also nur weil du gerade gesagt hast, das ist so das nächste Ding, was kommt. Ne? Und ich meine, man würde sich ja wünschen, dass die Politik dann irgendwie zumindest versteht, wohin die Richtung sich bewegt, ne? Oder die Themen sich bewegen. Ich durfte da ja ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Mhm. Und weißt du, was das Problem ist? Die ganzen, also es gibt meinetwegen eine Ministerin für Digitalisierung, aber die hat ja keine 100% Entscheidungsgewalt. Mhm. Sondern die Entscheidung teilen sich verschiedene Ressorts oder Ministerien und so weiter. Das heißt, du hast eine Kettenreaktion, die du auslösen müsstest, bis am Ende ein Ergebnis rauskommt. Mhm. Und dann hast du eben noch parallel 150 und mehr Digitalprojekte. Ja, also du kannst gar nicht konzentriert mal so einen Laser ausrichten und sagen, das wollen wir erreichen. Und ich glaube, der Wandel müsste eigentlich aus Regierungssicht gefördert werden, natürlich. Ja, wenn wir uns mal anschauen, die Hochtechnologien, die sind ja alle militärisch geprägt aus der Vergangenheit. Ja, also da ist ja immer die Innovation gewesen. Die sind ja in der Regel so 3-5 Jahre technologisch viel weiter. Also die gucken nicht auf Google Maps, sondern die haben das Live-Bild. Ja. Und ich glaube, da muss einfach mehr passieren. Und aber nicht mit diesen, also wir sind ja in der Lage, so ein Gasterminal jetzt doch ein paar Monaten zu bauen. Ja, vor ein paar Monaten hieß es noch Jahre. Ja, und auf einmal geht's trotzdem. Also, aber so sind wir Menschen halt. Wir müssen muss der Leidensdruck, ja, die Eskalation einsetzen, bis wir was ändern. Vielleicht können wir das aus der Privatwirtschaft heraus einfach durch Liebe und Leidenschaft schaffen. Ah, sehr schön. Ich verkneife mir jetzt mal Antworten, weil das ansonsten tauchen noch oder driften noch mehr ab. Ne? Aber wir wollen ja noch ein bisschen mal über dein Universum noch sprechen oder zumindest mal, jetzt haben wir den Podcast quasi abgehakt und auch dein Mindset irgendwie verstanden. Wenn man jetzt dich kennenlernen möchte oder mal Kontakt aufnehmen möchte mit dir und diese ganzen Projekte, Tiny House Village oder auch jetzt dieser Female Founders, das ist ein Podcast, hast du gesagt, aber das klang so ein bisschen nach, also diese Female Alliance, das klang noch nach ein bisschen mehr. Ne? Also wenn man sich mit den Themen beschäftigen möchte oder die kennenlernen möchte. Wie macht man das am besten? Eigentlich zwei Webadressen. Das eine ist der Accelerator genius-alliance.com und einmal die Podcast-Manufaktur markenrebell.de und da findet man alle Informationen und kann sich auch anschauen, welche Podcasts jetzt so in der Pipeline sind, die jetzt kommen werden. Und sag mal zwei, drei Podcasts noch, die ihr quasi mitproduziert. Branding for Future war zum Beispiel mein Lieblingspodcast, also neben dem Markenrebell-Podcast, vom Umtausch ausgeschlossen. Okay. Und zwar ist es ein Elternpodcast, den ich mit meiner Frau mache. Und dort sprechen wir über Dinge, über die Eltern nie reden würden öffentlich. Ja, also das da unbedingt mal reinhören. Oder die Kunst einfach zu bauen, das war ein schönes Projekt. Da haben wir quasi eine digitale Baumaschine gebaut. Also wie kann man einen Bauunternehmer, der ja eigentlich Präsenz vor Ort zeigen muss, um Häuser zu bauen, in dem Fall die Carmen Knote, wie kann man das Ganze digitalisieren, ja, und damit skalierbar machen und für den Endkunden 30% günstiger. Ja, also das war ein sehr spannendes Thema. Ja, was haben wir noch? Achso, Deco Sports Club, der startet bald. Das ist ein Unternehmen, mit dem wir kooperieren. Die Deco Holding, die haben ein Betriebssystem für Sportvereine gebaut. Also die Sportvereine organisieren sich ja per WhatsApp und Co. in Excel-Listen
Und die kriegen ein eigenes System und dazu darf ich den Podcast moderieren. Bin ehemaliger Leistungssportler im Florett- und Degenfechten. Das war meine, oder deswegen durfte ich das überhaupt. Ja, muss ja irgendwie einen sportlichen Beitrag halten, auch wenn ich das nicht mehr bin. Ja, und wie gesagt, also der Female Alliance Podcast mit der Plattform dahinter, die gebaut werden wird, quasi so ein Matching-Plattform, ja, um Founder und Investoren zusammenzubringen. Das sind jetzt mal so ein paar Formate. Klingt super spannend. Vielleicht mal generell gesprochen, wir können auch nur über den Markenrebell-Podcast dabei sprechen, aber wann war ein Podcast für dich erfolgreich? Was würdest du sagen? Also wenn du jetzt mal irgendwann zurückguckst, wann hast du das Ziel erreicht? Ach so, okay. Das Podcast-Format. Das muss nicht immer... also es kann auch mal ein abgeschlossener Podcast sein. Zum Beispiel Herzbegleiter haben wir damals mit einem Podcast begleitet. Den gibt's heute gar nicht mehr, aber das war Teil der Launch-Strategie. So, das war super erfolgreich. Oder auch diese Podcasts, die in Unternehmen produziert werden für den internen Gebrauch, auch super Geschichten. Aber die haben ja von vornherein eigentlich eine klare Mission, ne? Ja. Ach, also was mich total freut und damit ist für mich ein Podcast erfolgreich, wenn jemand mir eine E-Mail schickt wie heute Morgen, ja, und sagt, hey, du hast für mich die Welt verändert. Ja, ich habe diese Podcast-Folge gehört, ich durfte mit dir sprechen oder ich höre schon seit 4 Jahren deinen Podcast. Ich finde das auch immer cool, wenn die Leute dann wirklich nach so vielen Jahren dann mal so den Mut haben, den Kontakt aufzunehmen und mir sagen, dass das für sie wirklich was Bedeutsames ist und dass sie das auch brauchen, ja. Und deswegen kann ich auch diesen Markenrebell-Podcast nicht abschalten. Ja, den wird es leider immer geben. Den muss ich irgendwann mal vererben oder so. Ich weiß es nicht. Ich wollte dich nicht zum Aufgeben oder Aufhören zwingen. Nee, gar nicht. Ja, genau. Aber das erfüllt mich. Also mich erfüllt nicht Reichweite in dem Fall, wie schon gesagt, sondern einfach Menschen, die in ihrer Dankbarkeit, erinnere ich mich zum Beispiel, einer meiner ersten Fans war ein älterer Herr, 80 plus, ja, der das hörte. Damals natürlich noch völlig unfokussiert mit Zielgruppe und Avatar, sondern ich habe da einfach experimentiert. Ich wollte einfach rausfinden, wie das funktioniert. Und der war so begeistert, war aus dem HR-Bereich und hat das immer wieder mit Feedback, hat sich da voll Mühe gegeben, mir ewig lange E-Mails zu schreiben. Und er ist unter anderem einer der wenigen, die mich damals angetrieben haben, weiterzumachen. Ne? Das ist ja dein Applaus. Ansonsten ist es ja relativ still als Podcaster, ne? Wenn die sich nicht melden, die Hörer und Hörerinnen. Sehr, sehr spannend. Du, dann also ein toller Ritt, finde ich, durch dein ganzes Universum. Sind ja wirklich viele, viele Themen, viele Bälle, die du parallel zu 5 Kindern noch in der Luft hast. Ja. Also das musst du vielleicht mal verschriftlichen, wie man da seinen Tag managt. Ja. Das ist mir von außen betrachtet jetzt nicht klar, wie man das schafft. Die Lifehacks. Aber mega spannend, muss ich sagen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Was würdest du sagen? Nee, ich glaube... Also ich wollte dir erstmal für deine Arbeit danken, weil ich bin ein großer Fan deines Podcasts tatsächlich. Und da sind immer so viele Insights drin, tolle Menschen, die du schaffst, ans Mikro zu holen. Und ich finde es einfach toll, durch Podcasts so wie deiner oder eurer, du mit deinem Team, belebt ihr natürlich die Podcast-Industrie, um es mal so zu sagen. Wenn wir nach Amerika schauen, dann sehen wir ja schon, was auf uns zurollt. Ja. Und ich hoffe, dass einfach ganz viele Startups auf die Idee kommen, einen eigenen Podcast zu starten, weil das sind nochmal ganz spannende Stories. Also, ich erinnere mich gerade an Felix Kleres, 17 Jahre Unternehmer, einige Gerichtsverhandlungen hinter sich, um selbst, weil er noch nicht volljährig, sein Unternehmen zumindest in der Prokura führen zu dürfen. Ja, also damit kämpft er. Tolle Ideen im Bereich Immobilie, Augmented Reality, VR und so weiter. Also tolle Menschen. Aber da sagst du was Wichtiges, ne? Also hinter jedem Podcast in der Regel steht ja ein ganzes Team, ne? Das ist zumindest bei uns ist das so. Und die sieht man oder hört man dann zu selten. Man hört dann eben nur die Stimme des Hosts in der Regel. Aber das darf man nicht vergessen. Ein Podcast ist so erfolgreich, wie das Team eben zusammenarbeitet. Ja. Also in unserem Fall, wir haben da tatsächlich in der Folge 1000 bei uns, haben wir unser Team mal zu Wort kommen lassen, wer mal wissen möchte, wer unseren Podcast hier produziert, gern da mal reinhören. Wie ist es bei dir? Wie groß hat man sich das Team bei dir vorzustellen? Also den Magenrebell-Podcast haben wir mit 3 Leuten so im Management, die sich dann um Shownotes, Post-Production, Publishing und so weiter kümmern. Und dann haben wir noch ein zweites Team, was so die anderen Podcasts betreut, weil wir
Ich verstehe natürlich, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sagt, hey, ich habe keine Zeit. Ja, das ist oftmals das meiste Argument. Es geht gar nicht so sehr darum, mag ich meine Stimme oder traue ich mich das, sondern ist immer so dieses Zeitthema. Und deswegen übernehmen wir mit der Podcast-Manufaktur im Grunde den Full-Service, die komplette Post-Production und die komplette Produktion des Podcasts. Und dafür haben wir dann ein eigenes Team, die dann entsprechend skalieren, je nachdem, wie dicht es gerade ist. But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Norman, wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Dann als allerletzte Frage, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Ja, und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ich habe mir natürlich viel Gedanken gemacht und mal versucht, eins zu finden, was jetzt nicht so omnipräsent ist. Du kennst es wahrscheinlich, und zwar die App heißt Headliner. Damit bin ich in der Lage, auf dem Handy, gibt es als Smartphone-App oder eben im Browser, so Audiogramme zu erstellen, also Videos, in denen man den Podcast hören kann, kurzen Ausschnitt, 60 Sekunden oder sowas mit einem ansprechenden Bild und sieht vernünftig aus. Und man kann das mal so nebenher auf dem Handy machen, um das bei LinkedIn und Co. zu publishen. Das fand ich eine richtig coole Geschichte. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider. Sehr, sehr cool, Norman. Also wirklich großen Spaß gemacht, muss ich sagen, mit dir. Auch schön, dass wir so links und rechts ein bisschen gesprochen haben. Ja, aber danke dafür. Sehr, sehr beeindruckend, was du dir da aufgebaut hast. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch mal Neuigkeiten gibt oder so, sag gern Bescheid, ja? Mhm. Mach ich. Danke, Jan, für die Einladung.